Hey meine Freunde und willkommen zurück zu Teil 2 meines kleinen Brückenbauprojektes. Also, wir haben uns neue Energie geschaffen, haben mal ein, zwei Tage übersprungen und die Leute für uns sammeln lassen. Und jetzt haben wir ungefähr 175 Holz, fast 100 Bambus und 100 Lianen. Also wenn wir damit die Brücke jetzt nicht fertig kriegen, weiß ich auch nicht. Wir haben auch mal schon mal den zweiten Standort gesucht für neue Leute, wenn wir sagen, wir brauchen für unser Dorf nachher noch ein paar erfahrene Jäger. Komm schon. Ich glaube, das ist kein offizieller Weg. Gut, dann nicht. Dann gehen wir halt den offiziellen Weg. Und dann schauen wir einfach mal, ob das jetzt auch wirklich ausreicht. Guck mal, wie die Brücke nachher hinausragt über das Gelände. Also die sieht man noch von weitem. Das ist gut. So. Guck mal, die Seile halten schon mal die Teile. Und los geht's. Uah. Das hier mal fertig. Ach, seht ihr? Habe ich mir schon gedacht. Dann geht es hier rüber und dann kann man auf die andere Seite. Wofür sind die Blätter eigentlich an den Stämmen? Hat das irgendeinen großen Sinn? Das ist nur, weil man nach oben teleportiert. Dann müsste jetzt auch langsam die letzte Etage kommen. Dann haben wir das Gerüst schon mal fertig. Jesus, wie viele Materialien wir hier in das Ding verbraten haben. Absolut. Noch eine letzte Etage. Okay. Das schaffen wir doch. Aber uns geht das Holz langsam wieder aus. 175 Holz hat nicht gereicht. Ist doch krank. Ich habe die halbe Insel gerodet dafür. Für das Bauprojekt. So, wir sind bereit. Von hier oben können wir jetzt auf die andere Seite gucken. Jetzt brauchen wir nur noch die Brücke. Das Schöne ist, wir können jetzt... Ach, ich hab's geschnallt. Wir bauen die jetzt hoch und wir stützen die jetzt hier an dem ganzen Gerüst. Und irgendwann lassen wir die dann auf die andere Seite fallen. Und dann ist die Brücke fertig. Okay, ich hab's geschnallt. So. Dann machen wir die mal fertig. So. Das ist natürlich auch... von den Seiten, von unten und von dem Gerüst jetzt bauen. So. Der nächste Teil ist fertig. Von hier kommen wir nämlich dann nicht mehr weiter. Krass, müssen wir sogar schon auf die nächste Etage. So, dann hier weiter. Einmal auf die andere Seite, bitte. Oh, es geht auch langsam aus. Ja, wir müssen große Blätter und Bambus sammeln. Voll cool und dann nachher mit der Axt einmal klick und dann fällt die Brücke auf die andere Seite. So kann man auch eine Brücke bauen. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet, dass er sowas Krasses baut. So kann man eine Brücke auch auf die andere Seite bringen. So, ein bisschen Bambus, ein bisschen Holz, das sollten wir hier finden. Kann ja nicht mehr so viel sein.
Geh mal kurz hier runter. Alle ab! Über Stock und Stein führt unser Weg. Okay, ein bisschen Holz haben wir zusammen. Lass mich kurz gucken. Wir laufen doch nochmal zurück. Wir laufen zurück, weil ich glaube, dass wir dort alles haben. Dort haben wir auf jeden Fall jetzt so viel Bambus, wenn wir jetzt nochmal einen Tag schlafen gehen. Dann ist das Ding fertig. Statt dass wir jetzt wie blöd hier anfangen, das Zeug zu karren. Guck mal, hier finden wir unterwegs auch die großen Blätter. Es ist ja nicht mehr viel. Wir haben ja die Hälfte schon geschafft. Aber krass, ne? Wie ein Fischer und ein Koch ein ganzes Dorf mit 20 Leuten versorgen kann. Finde ich schon mal gut gemacht. Wahrscheinlich werden die das Spiel noch mit der Zeit ein bisschen mehr balancen und so, aber ist erstmal für mich okay. Wieso gehe ich immer irgendwo anders hin, wo ich eigentlich gedacht habe, wo ich lang laufe? Warte mal. Da, okay. Ich dachte gerade, wo ist mein Dorf hin? So, die Schamanhütte. Man sollte hier auch direkt das Lager kommen. Wir können mal direkt hier den Baum mitnehmen. Ist eh nur im Weg. Komm, fall zu mir. Und das war satte Beute. Nein. Hier ist ein Nachschweitwagen. Come on. Warte mal. Hä? Toshi ist ja noch live. Yes. Und wir haben sogar einen Aufnahmestream gerade am Laufen. Wir sind gerade mit Vibe online. Wir bauen ein riesiges Brückenprojekt. Ein schönes Brückenprojekt. Aber mit nicht ansatzweise so viel Materialien, wie wir eigentlich gerne hätten. Ich habe so viele 100 Dinger da reingeballert. Das ist aber 100 Lianen noch. An Lianen mangelt es nicht. Dann übernachten wir mal 2 Tage. Und bei dir alles klar, White Wagon. So, 4 Uhr nachmittags. Und wir wollen um 7 Uhr morgens weitermachen. Wir werden verdursten. Ach, egal, who cares. Ihr braucht schon Wasser. Damit sollten wir jetzt genug. Ja, damit sollten wir jetzt genug haben. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werfe mal 20 Lianen rüber. Dann haben die immer noch genug. Stöcke. Ich habe krass viel Stöcke. Wofür brauche ich die? Genug Messer haben wir gerade. Ja. Ich bin Dehydriert, trinke frisches Wasser am Fluss. Boah, habe ich mich gerade erschreckt vor den Herzinfarkt. Müde. Ja, ist auch. Freitag, kurz vorm Wochenende. Ich habe mich auch vom Stream nochmal 2 Minuten hingelegt. Bin sofort eingeschlafen und dachte so, nein! War auf, Joshi! Heute ist Streaming.
Ja, chill mal. Ich trinke ja schon was, so. Große Blätter haben wir dann jetzt auch genug. So, dann bringen wir mal die Brücke zu Ende, Freunde. Es ist so weit. Na, ihr Rabauken. Ah, ich brauche eine Axt. Pass auf, ich mache noch eine Axt. Jeden Tag um 4 Uhr aufstehen ist schon hart. Das ist wirklich hart. 4 Uhr aufstehen, das wäre nichts für mich. Dafür schlafe ich viel zu gern. Früher in der Ausbildung habe ich das auch gemacht. Wenn ich um 6 Uhr auf der Arbeit bin, da musst du noch mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Uhr, krass. Als Bäcker hat man es, glaube ich, auch nicht leicht, ne? Wie ist das denn als Bäcker? Da steht man doch 22 Uhr auf. Oder fängt man um 22 Uhr an zu arbeiten? Und dann bis 4 Uhr morgens? Also du schläfst, wenn alle anderen aufstehen und du arbeitest, wenn alle anderen ihren Abend genießen. Das ist auch schon gar nicht so einfach. Wäre, glaube ich, nichts für mich. Bin ich so der Nachtmensch. Genau, ich muss auch um 6 Uhr auf der Arbeit sein. Ja, siehst du, dachte ich mir schon. Wenn man sich noch hübsch machen möchte vorher und dann noch mit Bus und Bahn, dann dauert das immer ewig. Ich musste in die Nachbarstadt, in den Nachbarort. Aber wenn so früh morgens keine Busse gekommen sind, dann musste ich noch zum Bahnhof laufen. Da war ich schon wieder eine halbe Stunde erstmal zu Fuß unterwegs. Dann mit der Bahn eine Haltestelle und dann musste ich von da aus auch wieder zur Arbeit laufen. Oder mit dem Bus, das wäre aber auch nicht schnell gewesen. Eine Stunde war man auf jeden Fall mal schnell unterwegs. Das geht so schnell. Oder als ich noch zur Uni gefahren bin, ne? Das war so krank. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe mir ja kein Auto geholt. Ich habe ja studiert und bin mit dem NRW-Ticket zur Uni hin. Ich war am Tag 3 Stunden unterwegs. Mit der Bus und Bahn. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Aber das war die einzige Uni, die den Studiengang angeboten hat, den ich haben wollte. So, da waren wir fertig, ne? Jetzt wollten wir hier unser kleines Ding hier weiterbauen. Was macht man nicht alles für seine Zielstrebigkeit? Also, Zielstrebigkeit hat es mir nie gemangelt. Ich wusste, was ich wollte. Da fahre ich aber 3 Tage Bus und Bahn am Tag. Deswegen weit weg, ey. Ich kann nicht so gut verstehen. So, jetzt kommt der nächste Teil. Ich finde das so krass. Ganz ehrlich, physikalisch kann das doch gar nicht gehen. Wir spannen jetzt hier so eine Brücke auf mit Seilen, hacken die Seile ab und das Ding fällt auf die andere Seite. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss ja nicht über die Brücke laufen, theoretisch. Also, theoretisch schon, praktisch nicht. Ist ja nur ein Spiel. Krasser Dude. Okay, eine Etage höher. Deswegen auch dieses riesige Gerüst. Das. Oh, noch ein Teil. Okay. Ah, dann müssen wir nochmal auf die andere Seite. So. Noch ein Teil. Okay. Warte, ist ja auch der letzte. Okay. Gott sei Dank. Sprich mit dem Ältesten. Sprich mit dem Ältesten. Ich will die Brücke loslassen. Meine, wir haben es geschafft. Habe ich es nicht versprochen. Zum Ende der Folge haben wir die Brücke aufgebaut. Ah. So, guckt euch diese Klappergestell an. Und dieses Klappergestell lassen wir auf die andere Seite fallen und die Brücke ist fertig. Ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Seid ihr bereit? Ich bin noch nicht bereit. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen zum Ältesten. Es war kein Bambus mehr über. Habt ihr kaum noch... Okay. Ein bisschen was über. Krass. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel Holz, bevor die jetzt hier wie bekloppt wieder Holz sammeln.
auf Steine. Ich glaube, so viel brauchen wir nicht mehr. Wenn überhaupt. Das können die sammeln. Wir haben keinen Speer. Mach das mal hier. Sammel mal hier, weiß ich nicht, 3 Speere. So. Man kann aber eigentlich nie genug Bambus haben. Freunde, ist so wie es ist. So. Dann bringen wir mal die ganze Geschichte hier zu Ende. Sollen wir die Abkürzung nehmen? Einmal in das Dorf reinfliegen. Wenn man sich den Kompass anguckt, wie groß das Dorf gewachsen ist in den 4 kleinen Folgen, die wir gemacht haben. Wir haben so viele Gebäude. Wird sogar bald Zeit, dass wir ein neues Lager ausbauen. Purple Disco Meshen. Toshi, was hältst du eigentlich von Purple Disco Meshen? Tatsächlich muss ich dir gestehen, kenne ich gar nicht. Kannst du mir so ein bisschen beschreiben, worum es da geht? Ach Freunde, wenn ihr auch mal beim nächsten Mal bei dem Aufnahmestream oder so beim Stream mal live dabei sein wollt, bin ich auf Twitch unterwegs. Spiele wie dieses hier nehme ich dann auf und dann seht ihr die auch auf YouTube. Aber nicht jedes Projekt. Zum Beispiel haben wir Old World gespielt. Und das so mehrere Stunden. Richtig schön. Das findet ihr nur auf Twitch. Also ich mache das immer vom Spiel abhängig. Das ist ein echt guter deutscher DJ. Ach, muss ich mir mal angucken. Was macht er denn für eine Musik? Richtung Haus? Oder geht das schon Richtung Hardstyle? So, Herr Ältester, ist die Brücke fertig? Ja. Fantastisch! Der freut sich immer so. Das ist so süß, wenn er sich freut. Fantastisch, endlich kann ich unseren Stamm wachsen. Aber du solltest zuerst eine Handelsroute erstellen. Die Götter haben die andere Seite der Insel nicht mit genügend Wasser gesegnet. Okay, wie meinst du das? Die Dürre da draußen dauert ewig, das Angeln kann. Dort kannst du vergessen. Nimm ein paar Speere mit und bereite dich auf die Jagd vor. Ein anderes Problem könnte der Mangel an grüner Vegetation sein. Du musst sie mit Ranken und großen Blättern aus deinem Land über die Handelsroute versorgen. Kann ich sie nicht einfach mitnehmen? Wirst du müssen, das Ödland hat nicht genug Ressourcen, um einen Marktplatz zu errichten. Au! Oh, erst wenn du einen gebaut hast, werden unsere Waren per Handel erhalten. Autsch! Kann ich den Link senden? Send den am besten bei Discord rein. Ich glaube, mein Nightbot, der wird den sonst irgendwie sperren. Also, ich muss hier mehr Ressourcen sammeln. Ja! Das habe ich auch verstanden. Du musst zusehen, dass die Sammler genug Blätter und Ranken sammeln und sie denselben Lagerhütte zuteilen, wie der Koch und die Messermacher. Toll, denk daran, dass so viele Regenzeit vergangen sind, seit wir die anderen Stämme das letzte Mal getroffen haben. Du siehst, wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Okay, Freunde, Marktplatz. Mit Hilfe von Märkten könnt ihr untereinander Ressourcen über große Distanzen wegschicken. Ressourcen werden aus den Lagerhütten geholt, denen ein Markt zugeteilt ist. Bla, 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 bla. Okay, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben die Brücke geschafft. Und nächste Folge machen wir hier einen Marktplatz und bereiten mit genügend Ressourcen unsere Expedition auf die andere Seite vor. Also wieder einschalten, liken und bis dann, euer Toshi. Ciao.